Hallo und willkommen, Freunde meines Kanals. The King Element mit 50 MHz, 20 Minuten für die ganze Partie. Spielziel aktiv. Gambit Bibliothek gegen das Spark-Modul. Ich meine, es hat sogar ein bisschen mehr MHz hier. 64 MHz und 4 MB RAM. Level G4 ist auch 20 Minuten für die ganze Partie. So. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie kann. Wie ist der Ron Nelson oder wie hieß der bei Fidelity, der quasi die Benutzerführung gemacht hat? Oder Ossie Weiner bei Richard Leng, dass es was anscheinend nicht gegeben hat. Ich glaube, dann wird sowas. Das Analystenmodul macht es ja auch in Countdown-Modus. Da ist auch ein Modul drin, also daran liegt es nicht. Dass er keine Countdown-Modi anzeigt. So, ich gebe den sogar mal. Lass mal gucken. Wo blinkt das? Das blinkt aber sehr schwach, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht muss ich das Display anders machen. Er macht zwar E2, E4, aber macht aber nicht. Aber ganz komisch hier. Muss man darauf achten, ob die Uhr wenigstens normal. Wieso macht das jetzt nochmal? Was habe ich ja nicht geraucht? Also E2, E4. D7, D5. Gut, den Zug kann ich ja per Takeback zurücknehmen. Ich weiß jetzt nicht, warum er diese. Na, mal kurz auf die Uhr gucken. Ja, die Uhr läuft nicht normal ab. Kann ich irgendwas mit Geschwindigkeitsschub machen? Dass er dann zumindest die Uhr normal ablaufen lässt. Es ist zu langsam, das ist das Problem. Welche Möglichkeiten habe ich denn noch hier? Statt 60 MB nehmen wir mal 32. Genau, jetzt laufen nur die Sekunden normal ab. Jetzt muss ich aber hier korrigieren. Die Megahertzzahl auf 30 runter. Dann haben wir quasi beide Originalgeschwindigkeit, ist ja auch okay. So. Vielleicht geht es ja gleich nochmal weiter. D7, D5. Jetzt muss ich hier Take Back machen. Wo ist Take Back? Tape Color. New Game, Normal, Analysis. Kann man den so zurücknehmen? Dann auf normal. Und dann D7, D5. So E4, D5. So, mich irritiert ein bisschen, dass er dann aber nicht in den Modus zurückkommt, wo ich all die Sachen sehe. Zug, Tipp, Stufe, Alter, Start, Ende, Analyse, Function, Stellung, Kontrolle, Auto, zwei Spieler. Ich finde es nicht, ich weiß es nicht. D2, D4. Springe F6, D5. Ich frage mich, ob man hier die Gegner nicht aus dem Buch rausbringen könnte per Zugumstellung. Indem man C4 zieht und dann kommt ja C6, dieses komische Gambit, und dann macht man einfach D2, D4. Auf D5 schlägt man mal Springer F3. So eine Tarasch-Verteidigung im Anzug. G6. Ich glaube, der braucht ein bisschen länger für den Zug, weil Niggemann war das, die Bibliothek gemacht haben. Weil die Öffnungsbibliothek zu schlecht war. Die Originale. Und deswegen da so einen ganz kleinen Delay drin. Also er zieht nicht immer. Also das King Element zieht ja immer sofort die Öffnungszüge. Da haben wir bei den Originalgeschwindigkeit jetzt gelaufen. C3, Springer C6. So, und jetzt. Ich habe den Zug nicht ausgeführt. Achtung, Achtung. Ja, das ist jetzt keine Theorie mehr. Ich sehe jetzt aber keine Tasten dafür, die ich irgendwie... Ach, Info muss ich wahrscheinlich draufdrücken. Nee, auch nicht. Okay. Ich weiß nicht, wie ich da wieder zurückkomme. Vielleicht hier Info.
Achso, hier. Das ist es. Also hier, da steht hier oben Info bei den Tasten. Sieht man das überhaupt hier, was ich hier mache? Bei diesen beiden Knöpfen hier. Skandinavisch. B01. Er schreibt jetzt aber nicht, mit welchem Zug er rechnet. Dann hat er wohl selber auch kein Buch mehr. Also nachdem jetzt der Spark gezogen hat. Die Sekunden laufen normal. Also das Sparkmodul wohl mit Originalgeschwindigkeit und das The King Element läuft halt wieder Task R30. Ich habe auch diesen Task R40 mit 40 MHz. Ist dieser Task R40? Ich könnte es ja erstmal vorher mal nachgucken, aber liegt ja nicht hier. Ist das die. Es war mal die Rede von der turniergroßen Version. Wie das Supreme Tournament. Bei entsprechender Nachfrage. Läufer F5. Ein Tag noch, dann ist hier Sprung über die Emscher, dann morgen eingeweiht. Ab 16 Uhr kann man als Normalsterblicher dann auch drüber. Ich warte erstmal, ich werde dann. Wir haben ja dann Feiertag. Und da werde ich wohl dann drüber gehen. Wer weiß, vielleicht ist da am selben Tag noch brach die Brücke zusammen wegen Konstruktionsfehler. Großes Drama. Man muss ja nicht sagen, dass ich da noch dabei bin. Läufer E6. Na gut, weil ich es ja angegriffen. Minus 0,49. Das finde ich bei M-Chess so interessant, dass der, obwohl er Theorie spielt, im Hintergrund trotzdem noch rechnet. C4, D3. Das soll verhindern, dass so ein, meinetwegen, jetzt mal ganz grob formuliert. In der Theorie würde jetzt Läufer G4 gespielt werden. Fehler vom The King-Element. Geht ja nicht. Läufer G4, Dame G4, schlägt Puppe weg. Und M-Chess würde dann im Hintergrund mitrechnen und würde dann rechnen Läufer G4 mit minus 3. Und würde dann einen alternativen Zug ausrechnen und den Zug machen. Also M-Chess verlässt sich nicht blind auf die Öffnungsbibliothek. Gab es ja schon öfter bei. Das Richard-Ding auch schon passiert. Und Ossi Weiner. Dann war Dame B7 schlägt, wurde gemacht, das war der schlechte Zug und Läufer B5 war das, glaube ich, war der bessere Zug. Und weil da nicht mehr eine Theorie drin war. Man kann ja auch nicht bei solcher Masse an Zügen, kannst du auch nicht alles durchgehen. Da muss ja schon mindestens ein halbes Jahr lang oder was einen Schachgroßmeister hinsetzen, der die Öffnungsbibliothek macht. Und selbst den können da Fehler unterlaufen, ein bisschen müde. Und ich habe letztens erst gesehen, so eine angenommene Darmgambit-Variante vom The King-Element hier. Und ich gebe aus Versehen in den, der Gideon war das. Gideon R40 oder was das war. Und der, ich gebe aus Versehen B5 an und Gideon spielt auf Theorie Läufer E2. Da bemerke ich erstmal, dass das The King-Element ja B7, B6 gezogen hat. Nimm den Zug zurück, mach B7, B6. Und The King-Element erwartet als Theoriezug Läufer E2. Deswegen gehe ich davon aus, dass statt ein B5, B6 aus Versehen eingegeben wurde. Ich habe jetzt immer noch nicht nachgeguckt, ob dann vielleicht die nächsten Züge theoretisch. Ja, natürlich auf B6 natürlich nicht Läufer E2 gezogen, sondern Springer B3. Ob auf Läufer E2 dann der Theoriezug gekommen wäre, der beim Gideon auf B5 gekommen wäre. Meinetwegen B5, Läufer E2, dann der nächste Zug und dann wieder ein Theoriezug. B6, Läufer E2. Ob The King-Element dann wohl auf den nächsten Theoriezug dann auch den Theoriezug drin hat, der auf B5 gekommen wäre. Wenn ich das so einigermaßen ausgedrückt habe. Ich meine, war natürlich von Renaissance. Da geht das ja. Meinst du, der Thorsten Zub auch? Das ist, der Renaissance hat ja ein Display. Und den Galileo, meinte er, müsste man auch umbauen. Macht das auch nicht von Hause aus. Das Sparkmodul. Und der Leonardo schon mal gar nicht. C1, D2. Ich meine, die hatten das bei der WM. Waren wir das 92, wo The Chess Machine Weltmeister geworden ist? Da hatten sie es ja quasi in der Hand. Die letzte Partie gegen Gideon, wenn die Partie gewonnen hätten, wären die Weltmeister gewesen. Im Sparkmodul. Also, es ist eine Partie, ob das so aussagekräftig ist, ist auch wieder anders. Man müsste die beiden Geräte mal auf Turnierstufe mehr Partien spielen lassen. Da
Das, was ich auch machen würde, wenn ich so eine Weltmeisterschaft machen würde mit den ganzen PCs da, dann hätte ich das auch gemacht, dass die über Nacht abgeschlossen werden. Irgendwie so eine Konstruktion, dass man eine Haube drauf und die abschließt. Dass man, ich hätte das gar nicht gemacht mit Dame D1 auf 3. Diesen Nonsens mit für jedes gegnerische Programm hat man ein anderes Programm, also da laufen die da auf mit 10 verschiedenen Versionen. Ja, das ist für Chess System Tal die Version, das ist die Version für M-Chess, das ist die Version für den und das ist die Version für den. Das hätte ich gar nicht so gerne gesehen. Ein Programm, man kriegt ja auch nicht 10 verschiedene Versionen zu kaufen. Dass manchmal bei Chess Genius damals 10 verschiedene Engines da drauf waren. So nach dem Motto, gefühlt ist das ja auch mit verschiedenen Einstellungen. Wie der Thorsten Zug meinte, der hätte zum Ossi Weiner gegangen, der hätte so eine Diskette rausgegeben mit so einem speziellen Eröffnungsbuch. Meinte zum Ossi Weiner, er kann spielen, was er will. Er kann ihm sagen, die Eröffnung sagen, die er gerne hat, die auf dem Brett kommen soll, dann gewinnt das Chess-System Tal damit auch. Ja, wenn das natürlich nur blöd und ein bisschen peinlich dann, wenn Chess-System da Platz Nummer 25 macht und Chess Genius Platz 2, dann hast du auch nichts davon. Wenn du gegen den Genius gewinnst, loost aber zu viel ab, dann hast du da auch nichts von. Zuerst nicht dran, er rechnet. Ja gut, dann wartet es ihm bis 30. Ist eben eine Aufwärtsszene, aber bei 30 hast du auf Zeit verloren, so nach dem Motto. Bei 30 Minuten. Auch nicht so das große Drama, aber da fehlen schon ein paar Sachen. F3, G3. Vor allem war das Maestro-Modul und das Analyst-Modul, die konnten das ja auch. Diesen Countdown-Modus. Kann man eigentlich Info drücken hier? Wo ist überhaupt Info? Okay, warum geht hier keine Info? Auf Scroll vielleicht? Ah, hier. Läufer G4 wird erwartet. Mann, das hat er schon super gemacht hier. Muss man ehrlich sagen. Auch dieses Display-Modul rechts daneben, die Scroll hat ja auch eine Funktion. Ja gut, natürlich Kontrast hat natürlich keine Funktion, weil ist ja eh die Bildschirmdarstellung. Springer F6. Auch unten drunter diese Tasteneinheit. Weil bei der grafischen Darstellung wäre es einfach zu klein. Deswegen muss er etwas vergrößert darunter machen. Ebenso wie das Display-Modul. Das konnte man ja so rausziehen. Ja, das war das Letzte, was sie gemacht haben. Die WM 92 und ich überlege gerade, ob das müsste eigentlich die, also die Mikro-WM 92, die nicht gewonnen haben. Oder war das die, weil bei der richtigen WM danach haben die noch schlechter abgeschnitten. Das war es dann, glaube ich, dann haben die aufgehört. Interessant, dass sie mit den Spracklern, das sagt ja, mit den Spracklern bei der WM wieder am Start gegangen ist. Also in dem Julio Kaplan haben sie es vorher nicht zugetraut, Weltmeister zu werden. Da hätte man auch eine bessere Hardware an den Mann bringen müssen. Und die Spracklern, die hatten sie doch in der Hand. Die konnten sich frei aussuchen, was sie haben möchten für eine Hardware. Könnte man in die Kommentare reinschreiben, ob es getunte Versionen davon gibt. Dass man vielleicht, oder umgebaute Versionen, dass man die ein bisschen höher gelegt hat, den Renaissance. Dann unten drunter ist ja nur so eine Sperrholzplatte, die da drunter ist, so ein Loch eingemacht hat und den Lüfter quasi nach unten raus. Aber das so notwendig ist, ich weiß nicht. Also bei den Schachcomputern von den Display-Einheiten ist, na gut, da kann man sehr viel später raus. Der Chess Genius 24 natürlich am besten mit der. Das wäre damals auch gar nicht machbar gewesen. In der Art. Wohl, ich weiß nicht, ob das wirklich so überhaupt nicht machbar gewesen ist, glaube ich noch nicht mal. A3, C2. Man hätte ja auch vom. So ein, also der Game Boy. Der hat ja auch schon ein Display, was Grafik darstellen konnte. Ich weiß nicht, ob da nennt er Schachfiguren. Es gibt aber auch Schachprogramme für den Game Boy.
Und ich meine, die haben auch normale Figuren. Also theoretisch wäre es schon gegangen. Wahrscheinlich wäre das Display einfach teurer gewesen. Das ist einfach nur eine. Oder das, die Qualität der Darstellung ist schärfer, kann auch sein. Ich weiß nicht. Schreibt es in die Kommentare. So, weg damit. Läufer D5. Ja gut, C4 kann er ja nicht spielen. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, gut, es gibt da das Klassik-Element, da ist die King und Chess-Genius mit drin in einem. Ich meine, da kann man Chess-Genius aber auch nur in 50 MHz-Schritt takten. Merkwürdigerweise. Und da geht es nicht mit den 10 MHz. Also das King-Element 10 MHz-Schritte taktweise und das der Chess-Genius in 50 MHz-Schritten. Man kann also nicht machen, seinen normalen Schachcomputer nehmen, den Chess-Genius auf 10 MHz und dann gegen diesen normalen Schachcomputer spielen lassen. Aber wieder ein bisschen schade, auf jeden Fall. Sind da beide Programme denn in einem? Mann. Was ja auch ganz praktisch ist. Mit diesen Brettern dazu ist so ein super Schachcomputer dann. Beleuchtetes Display, viele Einstellungsmöglichkeiten. Kann man doch machen. Immer noch billiger als 1200 Euro und da ist ja nicht mal das Brett bei. Als 1600 Euro für ein Phoenix-Modul. Ist halt so, der Preis ist eben, da sind ja Regionen, das ist quasi für Liebhaber oder denen es das halt wert ist. Andererseits, die Apple-Smartphones kosten auch 1200 Euro, die waren ja auch gekauft. Springer H5, Gardeuse. Mir gefallen die Figuren auch so sehr hier, die hier draufstehen. Sogar besser als die von dem Supreme Tournament. Da gefallen mir die Springer nicht. Die sind ein bisschen zu rustikal. So wie diese Maya-Zeichnung. So in diesem rustikalen Stil. Da kann man Fan von sein, muss man aber nicht. Und ich bin da nicht so der Fan von. Also ich bin halt diese normalen Schachfiguren gewohnt, wie man die auch im Verein hatte. Und so eine rustikalen Maya-Figuren, nenne ich die jetzt einfach mal, gab es da nicht bei den Schachfiguren. Man kann jetzt auch nicht unbedingt einfach nur die Figurenplättchen bestellen und unter eigene Figuren drunter machen. Ich glaube, das, was mich besonders verwundert hat, ist, dass es die Möglichkeit, dass wohl das Gewicht auch eine Rolle spielt. Das hatte mich gewundert. Da sollte man nicht zu leichte Figuren nehmen, zum Beispiel, dass sie schon ein gewisses Gewicht haben müssen, dass die Plättchen da so drauf, so richtig drauf drücken. Natürlich nicht aus Blei oder was. Aber wenn man jetzt zu leichte Figuren nimmt, dass das dann nicht funktioniert mit der Figurenerkennung. Andererseits, ob man so ein alternatives Figurenset kaufen würde für 300, 400 Euro, ich weiß nicht. Lippo trötet dann rum, ja, anderes Figurenset, dann bringen sie eins raus für 400 Euro und der Lippo sagt, der trötet dann rum, ist zu teuer. H3G4. Auch interessant, dass er so lange darüber nachrechnet. Weil es ist doch einfach alternativlos. Das ist quasi nach dem Motto, entweder ich mach den Zug oder ich gebe auf. Ja, das Fianchetto glotzt ins Leere. Was kann man damit machen? E5 durchdrücken? Diesen G7-Läufer, aber was willst du damit sonst machen? Gut, erstmal ist er erstmal G4 angegriffen. Also er sollte was für die Deckung des Bauern machen. Oder eben einen Zwischenzug. Das Problem ist jetzt hier. Das nach Läufer B5 schlägt, Springer G4, D3 B5. Der ist ja gedeckt, der Springer. Weiß ich, ob nach Springer G4 schlägt, ob dann.
Springer G4 und dann C4 gehen würde. Bauer C4. So. Springer E4. Wahrscheinlich wäre es auch gegangen, Springer dann einfach C4. Und wenn der Läufer weg muss, dann hängt ja der Springer auf C6. Jetzt ist erstmal der Läufer angegriffen. Hier. Spark, Review 518. Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass sich das Spark-Modul gar nicht so oft verkauft hat. Bip, 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 bip. D2, F4. Okay, das liebe ich so, wenn ihr dann immer sofort ziehen. Das Sparkmodul steht hier noch nicht drin. Ist ja erst Porterus. Ne. Da kann uns mein Prospekt nicht dienlich sein. Ja, zumindest hatten die B5, C6. Ich habe das auch so. Das war, glaube ich, ein bisschen der Sinn der Sache, dass man, also aus Sicht von Seitig, die müssen ja auch was davon versprochen haben, dass man quasi die Leute, die Fenster-Spark-Programme waren, dann von, dadurch, dass ja kein Fidelity nicht mehr war, dass die dann die Spark-Module gekauft haben. C2, B4. Ja, es muss erstmal der Läufer reagieren. Also so eine G5-Geschichten gehen schon mal gar nicht wie ein Springer C6. Dann kratze dich einmal am Kopf und gibst dann auf. Läufer D7. Ich finde das auch so schön mit diesen Quaderlampen, dass vier Lampen dran sind. Also LEDs. Das hat ja der Spark auch, das Renaissance-Modul hat das ja auch. Ich meine zumindest. Müsste doch eigentlich, dass das. B4, D5. Okay. Moving, 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 moving. Ich meine, zumindest der Renaissance war der erste mit diesen mit vier LEDs pro Feld. Und dieses Blitzbrett. Also dass man quasi eine Figur nimmt und dann. Dass man diese Figur so nimmt und dann so schiebt. Das hatte der auch schon. Ich glaube, das einfach, hier war es einfach nur ein Delay. Das heißt, der Zug wird nicht das. Dazu wird nicht sofort erkannt, sondern das dauert so eine, ich weiß nicht wie lange. Und wenn die Figur dann über das Feld aber schon drüber weg ist, in dieser Zeit, dann wird das nicht registriert, sondern erst weiter. Man darf natürlich nicht ziehen, wie eine alte Oma, dass man erstmal 5 Sekunden lang auf dem Brett stehen bleibt mit der Figur, das ist natürlich nicht so geil. Springer E7 schlägt. Und was auch ganz nett war bei dem Renaissance. Du hast die Figuren auf die Grundstellung gestellt. Und kurz vorher kam das Signal dütet und dann hat er die nächste, weil schon wieder eine neue Partie. Also man muss hier nicht New Game oder sowas machen, das ist auch für die Figuren aufgebaut. Damit wurde natürlich auch wieder großartig geworben, als wäre es hier beste Funktion aller Zeiten. Sonst wusste ich gar nicht, die Figuren haben mir nicht so gut gefallen von dem Renaissance. Da habe ich München-Figuren gekauft.
für 160 Mark. Ich habe da München-Figuren auf den Renaissance gestellt. Lippo der Ketzer. Figuren haben das Brett in die Kiste verschwunden. Die Figuren von dem Renaissance haben das Brett nie gesehen. Lippo war nicht so begeistert. Lippo wollte eigentlich in München haben, hat da so ein Renaissance bekommen. Hat dann ganz traurig München-Figuren gekauft. Scheiße auf Renaissance-Figuren. Man sieht es ja auch an der diese Umfrage, die ich gemacht habe auf dem Kanal, dass Seitig auf dem letzten Platz ist. C6B4. Ja, jetzt muss Läufer D6 schlägt kommen, sonst ist die Puppe weg. Also einen stillen Zug sehe ich da nicht. Abgesehen davon ist der Springer sowieso keine Felder. Ich weiß nicht, ob man... Ja, dann hätte der Läufer aber auch weggezogen. Die Frage ist wieder, ob hätte es was gebracht? Was wäre es gewesen, wenn Schwarz einfach den Springer gezogen hätte? Springer D6 nach D4, D5. Und der Springer würde ja mit Schach geschlagen werden. Was wäre, wenn der Springer einfach weggezogen hätte? Der hätte G5 ja immer noch gedroht. Und welche Felder hätte der Springer denn gehabt? Der Springer hat ja keine Felder. Das ist das Problem. Es droht ja nicht Figuren die Gabel einfach nur. Es droht ja auch G5 mit Springerfang. Das ist das Problem. Deswegen hätte ich wohl eher dazu tendiert, Springer E8 zu ziehen. Ja genau, jetzt kann er mit Schach nehmen. Vielleicht ist es irgendein ganz einfacher Grund, warum es nicht geht, den Lippo natürlich nicht gesehen hat. Bin eigentlich hier im permanenten Modus ja mitrechnen hier und irgendwie überlegen, der Lippo entspannt sich hier. Wir haben Sonntag. Lippo kratzt sich ab und zu beim Kopf, redet irgendwas, denken ist nicht angesagt. Aber wohin jetzt den Springer? A1, A6. Es kann dann noch hier notdürftig irgendwelche Sachen angreifen und der Springer hat sich doch an den Rand verlaufen. Plus 1,17, plus 1,41. Das ist das Problem, dass der Springer keine Felder hat. Ich weiß auch nicht, warum der Sparkmodul das nicht erkannt hat. Dass man G4 macht. Das hätte schon viel vorher passieren müssen, dem Springer Felder machen. Also diese Randspringer-Shows, ich habe das schon mal gesehen. Bei einem Avantgarde habe ich das schon mal gesehen. Das war auch so ein Springer am Rand. Der war erstmal gar nicht so großartig in Gefahr. Der hatte halt nur keine Felder. Und irgendwann war es wie hier, dass er dann so angegriffen wurde, dass er hätte ziehen müssen und dann hatte er immer noch keine Felder. Springer C6 Schach, was soll das bringen? Bauer nimmt Turm, nimmt, dann ist der König ja locker im Quadrat, der nach Turmtausch und Bauer schlägt. Springer Schach, Läufer, Bauer schlägt, H4 schlägt. Na, die Sache ist gelaufen hier. B4, C6. Zieh die König? Er muss ja gar nicht in der Sinne, der Witz an der Springer hat gerne Felder. Und das hat das Sparkmodul wohl nicht erkannt. Das hätten die Avantgarde aber auch so drauf, diese, die haben sich auch gerne an den Rand geschmiegt, die Springer. Zumindest in den Schnellpartien, die ich hier mache. Demnächst eher auf Lippos Kanal. Ich weiß gar nicht, wie ich das überhaupt bearbeiten könnte. Springer C6 A5. Weil man braucht ja zum Video bearbeiten, brauchst du wirklich sehr, sehr schnelle Rechner. Wenn man jetzt aber kurze Videos macht, geht das ja noch. Ich glaube, wenn man so ein 5-Stunden-Video hast, und würdest das bearbeiten wollen, dann müsste man schon wirklich einen ganz schnellen Rechner haben. Das nennt sich heutzutage Gaming-PC. A5, B7. Also ich spiele im Moment dieses Legend of Zelda. Was ist das nochmal? Echoes of... ich weiß nicht genau, wie das heißt. Wo die Zelda... Die zu spielen... Also nicht Link, sondern Zelda. Steuert diese Zelda. Echoes of Whispers heißt das, glaube ich. A6, D6. H2, H3. Ich glaube, man merkt schon, dass die Switch schon ein bisschen betagter ist, weil es ist kein Ruckeln, so ein ganz leichtes, wie so ein Zittern ist das. Also es ruckelt nicht, aber so ganz minimal. Es läuft auch nicht flüssig.
Das stört mich aber eigentlich nicht so großartig. G2, G4. Ja gut, da hat drei Bauern dafür. Für die Figur. Jetzt müssten diese Bauern nur in der Lage sein, sich auch in Bewegung zu setzen. C4 kann schon knicken, weil er hängt einfach. B-Bauer ziehen kann sie knicken, weil dann hängt der C-Bauer. Als erstes sollte ich der Turm... Macht er gar nicht. Schwarz war dran. Also passiert mir das öfteren Mal, dass ich dann ja ganz über dieser Schwarze am Zug ist. Auch nicht schlecht. Das Problem ist einfach, der König kann nicht schlagen wegen Läufer E5 Schach. Und dann darf sich der Turm leise verabschieden. Deswegen muss man schon König H1 oder G2. Theoretisch gehen beide. Nehmen aber nicht. G1, H1. Letztes Mal ist so überlegt. Also ich habe nicht mal so die große Geduld für Mannschaftskämpfe. Also wenn ich so überlege, dass ich damals selbst... bin ja meistens rumgelaufen. Ich habe die Endspieler immer so geknetet. Vielleicht ist es einfach nicht mal zeitgemäß, 5 Stunden am Brett zu sitzen, um Mannschaftskampf zu spielen. Dass das vielleicht auch einer der Gründe ist, warum immer weniger Leute im Verein sind. Weil wer hat da schon den Bock drauf? Dann setze ich da hin, dann spielst du 5 Stunden eine Partie. Dann ist der Sonntag schon mal gelaufen. Was ist schon Mannschaftskämpfe im Verein? Das ist doch einfach nur... Da fährst du zum Spiellokal hin, wo auch mal gespielt wird, dann setzt du deinen Spitz an der Partie, da fahren sie alle wieder nach Hause. So eine Art, weiß nicht, so eine Art Zusammengehörigkeitsgefühl gibt es auch gar nicht mehr. Zumindest nicht bei uns so sehr. Läufer E5. Ja, das kannst du jetzt vergessen, da ist einfach der Turm weniger und da setzt sich nichts in Bewegung. Die Bauern sind einfach nichts wert. Nicht genug. Kannst du ja dann Schachgebot machen, das ist ja selber im Schach. Der Lippo sich zärtlich in den Augen rumknibbelt hier. Droht er dann matt oder sowas? Oder warum kommt jetzt F4? Warum sollte man sonst F3, F4 ziehen? König G2 und dann, was wäre denn dann gekommen? Man weiß es nicht. Das sieht aus wie so ein Last-Hope-Zug. Da kannst du jetzt vergessen, ist der ganze Turm weniger. Was machst du denn nach Turm A2? Gut, da kannst du dann Springerschach geben, kommt König D6. Springer D... Ja, kannst du ja nicht mal decken. Dann kannst einfach Turm A2 und dann fällt der B-Bauer. Kannst du nicht Springerschach... Gut, Springer D3. Läufer D6. Dieses Schachgebot wird aber nicht kommen. Ja, nimm den Springer jetzt die Felder weg. Da muss ich wohl schon tauschen. Weil wenn du jetzt mal den König F3 machst, da kommt Läufer F8, dann droht da schon König C7 mit Springerfang. Das ist ja gut, kannst B4 machen und Springer C5. Also im Prinzip ist das so alles pleite. Keine Chance für das Spartmodul. In diesem Schnellschachmatch hier oder in der Schnellschachpartie. König F3, was ist denn jetzt, wenn jetzt hier Läufer F8 kommt? Dann droht der König, ja gut, machst du B4 und König C7, Springer C5. Läufer E7, C4. König C7, D6 Schach, Läufer D6. Läufer E7, zack, zack. Also wenn... Spätestens wenn der Springer sich tauscht, man wie jetzt, wie es hier steht, C4, König C7 und D6 Schach, Läufer Springer, König D6. Dann mache ich Ende. Weil das King-Element ist stark genug, um das dann zu gewinnen. Das ist ja ein ganzer Turm weniger. Du kannst ja nicht rüber marschieren, dann kassierst du am Anfang erst den G-Bauern ab. Marschierst dann einfach mit dem H-Bauern. König C7. Der Springer ist weg. Yolalolei. Man verliert ja noch einen Bauern dazu.
ist ja nicht einfach nur ein Tausch des Springers und der Turm weniger, du gibst ja auch noch einen Bauern. Und dann, was machst du denn gegen Turm B1? D6 Schach, Läufer nimmt Springer, nimmt König, nimmt König E3, meinetwegen Turm B1. Und was machst du dann, um den B-Bauern zu decken? Schach, Alter! Das war mit Skandinavisch. Mit einer eher weniger guten Variante. Daran sieht man mal, wie stark das King-Element war. Weiß gar nicht, warum er jetzt rechnet hier, bevor er dann wieder nimmt. Wahrscheinlich, weil er merkt, ist alles hoffnungslos. Weiß gar nicht, ob das Spackmodul aufgeben kann. Die Spackle war nicht in der Lage, das einzuprogrammieren. Das Aufgeben einer Partie. Ja, zumindest leben sie im Phoenix-Modul noch weiter. Und an diesen Emulationsdingern. B2, B4. Ja, kann er B5 ziehen. Jetzt würde ich erstmal Turm C1 ziehen. Du kannst da Turm B1 machen. Dann muss der B-Bauer ja ziehen. Kannst ein Schachgebot geben. Kommt König C6. Auch nicht viel. Auch nichts anderes. Turm B1, C5, Schach, König C6, König C, Turm B1, Turm A4. Auch möglich. Kann er C5 Schach geben, König C6 und dann ist hier. Das gewinnt einfach zu viel. Also, sagen wir mal so. Stellungen, die man ja aufgeben würde am Brett. Ich weiß nicht, wer würde das noch weiterspielen hier? Gut, nach meiner letzten Partie, die ich mit der Meerpuppe da noch Remis gespielt habe, wundert mich das nicht mehr, dass die Leute alles weiterspielen. Könnte mich immer noch in den Arsch treten, aber ich habe auch schon Partien, Gewinnpartien verloren sogar noch. Also es geht noch schlimmer. Eine Gewinnpartie zu Remis verjodeln ist ja eine Sache. Aber eine Gewinnpartie noch verlieren, das ist natürlich schon noch eine ganz andere Hausnummer. Und hier mache ich mal ihr Ende. Turm A4 zum Beispiel. Bringt sich einfach in Zug zwar. Was machst du jetzt? König D3, König C5, Turm C4, Turm G4. Ist doch total verloren, ist das. Plus 8,13. Also ich will jetzt hier auch nicht alles weiterspielen. Das ist ja nicht irgendwie, dass man ein Diagramm hat mit der Notation und dann spielt man die Partie mit den Pfeiltasten nach. Das ist alles Videolänge und auch hier. Ich meine, ganz ehrlich, sagen Sie mal eine Freizeit. König C5, dann fällt der C-Bauer. Es fehlt auch das Gegenspiel jeglich an. Es ist der Turm weniger. So, 0:1. Ich bedanke mich fürs Anschauen und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Also, The King Element hat eigentlich hat er locker gewonnen. Für eine nicht so starke Öffnung, er kam ja mit Minus aus der Öffnung raus. Das Sparkmodul, es war zu schwach. Hat schon Sinn, dass sie dann aufgehört haben. So, tschüss, bis zum nächsten Mal.